So, und damit herzlich willkommen zu Die Cappy ist durchsichtig 2. Nein, herzlich willkommen zu Minecraft. Und, also halt, mal rüber. Und ja, das letzte Mal haben wir alles in dem neuen DLC fertig gemacht. Wir gehen nun auf Jagd für uraltes Zeug. Ich will keine Punkte investieren. Ah. Oh, wartet mal, der hat was Neues, glaube ich. Also, wie muss ich ihn das jetzt verstehen? Ich investiere jetzt mal so. Auf diese Gegenstände reagiert nichts. Ja, nee. Hier habe ich schon so viel Geld ausgegeben. Es geht allgemein um die uniken Sachen. Ja, du dann, aber kaufe ich mir lieber was Uniques. Was soll ich das gleich ver... Nee! Ich will nicht die gute Rüstung dafür hergeben, die ich zu so viel investiere. Okay, machen wir. Aber nur für das Let's Play. Ich hasse die Rüstung ist. Ich investiere mal ein Zauberpunkt. Okay. Drei Untermissionen. Ich habe 3 Leben. Ja, Zimmer Handlung. Boah. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal. Ich werde schon sterben, Leute. Ich hoffe, die Items verschwinden jetzt nicht. Ja, böse. Das wäre mies. Das wäre gemein vom Spiel. Aber ich weiß es nicht. Ich finde den. Okay. Stopp. Ja, das wäre. Okay. Was sind Uralte? Bist du ein Alter? Bist du einer von den Uralten? Wie sehen denn die Uralten aus?
Gibt's dafür so ein bestimmtes Aussehen? Hier sind irgendwie alle Gegner. Wenn ich jetzt keine uralten begegne, dann flippe ich auch. Oh Gott. Spooky! Spooky! Oh mein Gott, Bienenattacke! Da ist eine Königswache! Nein! Ich muss jetzt halt alles nach so einem Alten aussuchen. Der kann sich ja auch sonst wo verstecken. Das kann ja auch der letzte Harald im Hinterdorf sein. Der ist doch so. Wer weiß, wo der jetzt ist? Okay, ist gut. Beruhigt euch. Hier sieht's. Gott. Hier sind Slimes. Zack. Hier sind sogar Kühe. Oh mein Gott, ist das. Piglin-Händler? Was? Ich habe ja so viel Content verpasst. Leute, das ist die populärste Folge, die es jemals gab. Ich glaube, ich nenne die Folge die wichtigste Folge von allen. Das catcht schön die Klicks, wisst ihr? Nee, tut das nicht. Ich habe sowieso nie mehr als 10 oder so auf einem Video. Okay. Ich laufe trotzdem noch mal hier hoch, wer weiß, vielleicht gibt's hier noch mal. Oh mein Gott, wie komme ich da rein? Ich kämpfe. Warum habe ich mal was gesagt? Das sind ja Ultra-Piglins! Aber ich will die Kisten haben. Ich würde für die Kisten kämpfen! Oh, da ist sogar eine Obsidian-Kiste. Es lohnt sich hier auch reinzugehen, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Sofern man es überlebt. Jetzt gucken wir mal immer unten auf die Leben gucken, als sonst wohin. Nein, Boss, warum? Jetzt höre ich mal die Leben von dem Ghast an. Also. Yes! Ich weiß immer noch nicht so ganz, was das Gold bringt. Oh, doch. Das Gold ist dann nachher für den Händler. Ja klar, macht Sinn. Piglins arbeiten ja nur mit Gold. Oh, wir haben schon so viel Gold. Wir haben schon 29. Ich glaube, das ist viel. Ich weiß es nicht. Geschweige denn, weiß ich, wie lang die Level sind. Ich habe keine Ahnung. Oh, es ist hell. Oh. Ja, weg hier. Episch. Leute, episch. Es lohnt sich ein bisschen was zu investieren, aber wir sind noch keine Alten über die Gegend über den Weg gelaufen. Piglin! Hoglin! Ich find's aber cool, wenn da jetzt ein Alter kommen würde und so. Zurück, meine Freunde! Da explodiert. War doch schon mal ein Apfel. Cave Spiders, da sind Gegner, die hast du seit 10 Jahren nicht mehr gesehen in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass davon einer ein Alter ist. Uah. Ein Uralter, Entschuldigung, Leute. Wir wollen ja fachmännisch bleiben. Apfel, ich sterbe. Ich sterbe. Nein, wo ist der Apfel? Da oben. B, heilen!
zu dir hochkommen. Kann sein, dass hier vielleicht einer von den Uralten ist. Dann war der Gas vielleicht von einem Uralter. Also auf jeden Fall, es lohnt sich. Ihr schaut mal, wie viel Loot es hier gibt. Ihr seht ja selber. Immens. Immens. Gehen die Pfeile aus. Ich kann ja. Heilen! Du musst nicht sterben. Zumindest nicht hier. Okay. Nein. Du hast hier nichts zu melden. Du bist geblitzt. Der Ausgang, aber ich habe keinen alten gefunden. Aber ich weiß es nicht. Okay. K-Storm und seine Community sind auf einer langen Reise. Sie sind erschöpft. Sie sind auf der Suche nach einem Uralten. Noch nie zuvor hat jemand dieses Lebewesen gesehen. Und selbst der Erzähler hat keine Ahnung. Seit Tagen nun irren sie von Sackgasse zu Sackgasse, dass sich sowieso nichts befindet. Und suchen verzweifelt nach einem Urwald. Sie trafen auf jegliche Art von Gegnern. In der Hölle auf Eiszocken. Was bis zu einem gewissen Grad hin absurd kann. Doch der edle K-Storm gab nicht auf. Auch als 1 Million Gegner um ihn herum standen und er kurz davor war zu sterben, kämpfte er unerbittert weiter und rufte seine Bienen herbei. Die Bienen der Freiheit. Er suchte den Affen, der mit seinem magischen Krückstock da alle kaputt machte. Und er starb. Mann! Warum? Deshalb machte er sich erneut auf den Weg. Nach der Suche eines Alten. Und wenn er immer noch 2 Leben hat, dann sucht er auch noch welche. Kaum zu glauben, aber wahr. Ich will da nicht mehr. Er lief von dann. Mit schnellem Schritte. Verfolgt von einer Masse von Gegnern, die er nicht sah, weil sie nicht da war. Da! Ein blaues, phantomartiges Gespenst, welches aus dem Boden die Flammen züngelt. Verdammnis. Das ist unfair. Falls ihr jetzt denkt, ich soll die Geschichtenerzähler werden, dann wartet mal noch ein paar Monate ab oder so. Tot, alle tot, alle tot, alle tot, 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 tot. Die Skelette, eins nach dem anderen, entriss er ihnen Knochen für Knochen und brachte sie zurück in ihre Einzelteile. Seine Blitze zuckten von einem zum anderen und vernichteten somit seine Feinde. Selbst das Schwein mit der Kiste konnte ihn nicht besiegen. Er aß Apfel um Apfel und steckte fest. Eine Lohe, welche ihm entgegenstapfte, oder besser gesagt flog, versuchte ihn mit den Flammen zu zerstören. Doch auch das hält man. Der Held lief unbeirrt weiter. Ich werde für sowas bezahlt. Ach ja, ich werde dafür ja bezahlt.
Theoretisch habe ich dafür bezahlt. Ich will da runter. Da gibt's wieder einen Alten. Welcher unsere Hilfe braucht. Warte. Spooky. Er nahm sein Spooky mit. Stapfte in die Mitte. Nichts passierte. Vor ihm ein Knopf. Er drückte. Was? Das ist kompletter Betrug. Der ist unsterblich. Ah, was? Ein Hit. Der Held, welcher es nicht überlebte, gab. Boah. Bis instant. Schießen. Wenn du mich jetzt da oben. Schießen. Lexisiert Wirbel, entschloss mein Rasen. Die sind unbesiegbar. Spuggy Spuck. Renn zurück. Lauf. Spuggy Spuck. Los. Los. Nein. Stimmt, da kann ich mich ja safen. Oh. Aufladen. Wir warten auf Spooky, unser edler Held. Okay. Kraft sammeln. Und stürmen. Okay. Ich hab gedrückt. Der ist unbesiegbar. Ich spawn hinter dem. Was? Hä? Ich hatte volles Leben. Was? Also, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Das ist. Also. Hä, bitte? Und die Items sind dann weg? Mein ganzes Gold auch. Aber wo ist der Pikmin-Typ? Ist ein Pfeil. Oh. Hier direkt auf. Oh Gott, hier ist ein Esel. Wo bin ich denn hier? Das ist komplett neu, aber ich habe den Typen gefunden, Piglin. Ist mir jetzt hier der Kurzbogen mit Vorsammlung und dem. Dreimal muss ich gegen die gehen, aber der ist vergoldet. Was heißt das? Ich hab nicht mal Wir haben unser eigenes kleines End. Also die Jagd auf die Uralten. Ja gut. Was? Das ist ja ultra schwer. Aber okay.
Wir haben es halbwegs erfolgreich hinter uns gebracht. Und trotzdem angeblich nicht genug Gold gesammelt. 20 Minuten meines Lebens komplett verschwendet. Aber wir haben etwas daraus gelernt. Mache niemals eine Jagd auf Uralte, wenn du so schlecht bist wie Keystone. Das ist die Weisheit, die ich heute mitgeben möchte. Wunderbar. Schauen Sie sich bitte gerne mein Instagram an. Irgendwie mich. Sonne. Wunderschön. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Ganze irgendwie halbwegs gefallen. Mir. Ach, jetzt bin ich wieder so ewig einschauen mit dem Greenscreen. Seht ihr das? Hier das Grün, was hier so baggert. Warte. Das muss ich jetzt nochmal. Je blasser ich bin, so. Nee, das ist still. Also ihr seht, was ich meine da, hier. Grün, was da so flackert. Ich würde es auch schwarz-weiß haben. Mann! Leute, ihr könnt abschalten. Ich kümmere mich da jetzt noch um dieses Problem. Es ist einfach. Es stört mich mehr, es ist okay. Total unnötig gepackt. Und das war's mit dem Video. Bis dann, Leute, und ciao! Tschüssi!